Und damit willkommen zurück zu The Innsmouth Case. Nachdem wir das letzte Mal diesen Gaffer hatten, wollen wir nun mal probieren, ob wir in den Arkaden noch irgendwas erreichen können. Ich würde Joeys Pizza ein bisschen schneller durchgehen, in der Hoffnung, dass wir da relativ ungeschickte, Versuche unternehmen können. Also Joeys Pizza und Burger. Als du dich dem Laden näherst, fällt dir auf, dass der Buchstabe E im Pizza und Burger in einer anderen Schrift gedruckt ist. Bei näherer Betrachtung siehst du, was über den E steht. Das Gesundheitsamt Arkham vergab bei der letzten Inspektion die Note E. Mangelhaft. Beim Betreten des Ladens schlägt dir unappetitlicher Fettgeruch entgegen. Hinter der Theke steht ein hagerer Jugendlicher mit gelangweiltem Blick. Er trägt eine fleckige weiße Schürze voller Fettspritzer und ein Namensschild, das ihn als Chad ausweist. Sein Gesicht wird von der grauenhaftesten Akne heimgesucht, die du je gesehen hast. Er wendet sich dir zu und fixiert einen Punkt irgendwo hinter dir an der Wand. Nach weiteren Sekunden genervten Schweigens nuschelt Chad: Was wollen Sie bestellen? Wir nehmen mal die Speisekarte. Die Speisekarte ist erbärmlich. Im Angebot stehen nur Pizza Margherita, Pizza mit Meeresfrüchten, vor allem Margherita Meeresfrüchte, Fischburger, Cheeseburger und Frittenfreis. Zu trinken gibt es nur Limonade. Ein angehefteter Zettel informiert, dass man jetzt auch vegetarische Burger und vegetarische Cheeseburger bestellen kann. Der Blick von Chad wechselt von gelangweilt zu genervt. Wollen Sie etwas bestellen oder was? Wir fragen nach einem Cheeseburger. Du bestellst einen Cheeseburger mit French Fries und Limo. Die heißen jetzt Freedom Fries, belehrst dich Chad. Wir nennen die nicht mehr French Fries, weil die Franzosen nicht in den Krieg wollten, als Terroristen uns das World Trade Center weggeboomt hat. Da fehlt ein B. Er wendet sich dem Grill zu und beginnt damit, deine Bestellung zu bearbeiten. Mann, ich wünschte, ich könnte auch zur Armee mit einer Knarre rumschießen. Er erscheint mehr mit dem Grill als mit dir zu sprechen. Erwähne, dass der Irakkrieg schon eine Weile vorbei ist. Echt? Chad scheint mild überrascht. Wir haben gewonnen, oder? Muss wohl so sein, sonst würden wir terroristisch sprechen. Ich habe das wohl verpasst. Ist wichtig, dass wir den Typen gezeigt haben, dass wir nicht alles mit uns machen lassen und so. Ich war vollkommen dabei gewesen. Aber Dad sagt, ich soll mich nicht um die Armee und so scheren. Dad sagt, das geht uns hier nichts an. Er wendet auf dem Grill ein paar undefinierbare Fleischklumpen. Aber so pow pow pow, so rumschießen, das wäre schon eine Granate. Ist nicht das gleiche wie in den Arkaden zocken. Chad scheint in erster Linie mit sich selbst zu sprechen. Du setzt dich an den Tresen. Es macht $4. Lieblos serviert er dir eine Dose Limo und einen Teller. Darauf befindet sich der trostlose Burger, den du je gesehen hast. Nur eine Frikadelle des mysteriösen Fleisches und eine Schicht Scheiblettenkäse. Keine Soße, kein Salat, nichts. Du beginnst zögerlich zu essen. Zuerst die Pommes. Es war nicht klar, dass es möglich ist, ekelhafte Pommes Frites herzustellen. Jetzt weißt du es besser. Die Pommes schmecken nur nach Fett und Salz. Nach nur kurzer Zeit in der Fritteuse sind sie immer noch vollkommen kalt und komplett labbrig. Es fühlt sich an, als würden sich weiß-gelbe Maden auf deiner Zunge. Skeptisch beißt du in den Burger. Wenn nicht allzu viel erstaunt, stellst du fest, dass es sich um Frischfleisch handelt. Nach zwei Bissen legst du den Burger zur Seite. Du versuchst, den Geschmack mit der Limonade runterzuspülen. Aber die Dose ist warm und schal. Du beschließt, den Rest deines Essens für späteren Verzehr aufzuheben. Oder vielleicht möchte die Toxikologie später wissen, was dich heute in die Notaufnahme führte. Nach weiteren Sekunden genervten Schweigens nuschelt Chad: Sonst noch was? Und ich würde sagen, erwähnen wir das Mädchen. Kommen hier manchmal Schulkinder vorbei? Chad ist offensichtlich nicht an einem Gespräch interessiert. Das ist eine echt komische Frage. Kennen Sie dieses Mädchen? Du hältst Chad das Foto von Tabitha hin. Sie wird vermisst und ich bin auf der Suche nach ihr. Chad mustert desinteressiert das Bild, als du es ihm um die Nase hältst. Wollen Sie etwas bestellen oder was? Wir haken mal nach. Was macht man hier in Innsmouth zum Vergnügen? Die Stadt ist nicht groß. Wo gehen die Kinder hier zum Spielen hin? Kein Plan, Mann. Das ist ein kleines Mädchen. Ich weiß nicht, wo sie so rumhängt. Chad hat das Verhalten jemandes, der sehr wohl vor kurzer Zeit selbst noch ein Kind war, aber großen Wert darauf legt, jetzt keines mehr zu sein. Du schätzt ihn auf 16 oder 17. Wo siehst du denn andere Kinder dem Alter in der Stadt? In den Arkaden hängen die Rotzbelger meistens rum. Vielleicht kennt man sie da. Komm schon, weißt du nichts Genaueres? Chad hat wohl keine Lust mehr auf deine Befragung. Trotz weiteren Nachhakens bekommst du nichts aus ihm heraus. Die ganze Angelegenheit scheint ihm extrem egal zu sein. Und dem Vorwand, die Küche sauber zu machen,
bricht das Gespräch ab. Du siehst ihm ein paar Minuten zu, während er sich zu erinnern versucht, wo das Reinigungsequipment steht, falls es welches gibt. Der Blick. Du verlässt den Laden. Okay, das ging nicht so gut. Ich würde sagen, wir versuchen mal was Vegetarisches zu bestellen. Sogar ein veganes. Ein veganes Gericht bestellen. Das finde ich toll, dass hier an vegan lebende Gäste gedacht wird. So wie mich. Schatte reibt sich mit der freien Hand über die fettige Stirn. Hä? Na, ich nehme den vegetarischen Burger ohne Käse. Okay, ich habe vegan gesagt, hier vegetarisch. Interessant. Du setzt dich an den Tresen und wartest auf dein Essen. Am Grill starrt Chad missmutig in ein paar undefinierbare Fleischfladen herum. Der Geruch ist nicht gerade verheißungsvoll. Die Pommes werden in einer Fritteuse versenkt, deren Fett wahrscheinlich auch noch aus der Präsidentschaft Bush stammt. Der Tresen ist voller Krümel und haftet sich an deinen Ärmel. Du schaust dich im Laden um. Die Auslage ist vergilbt. In der Ecke sammelt sich dicker Staub. Der Serviettenspender scheint schon lange leer zu sein. Das macht $4. Lieblos serviert er dir eine Dose Limo und einen Teller. Darauf befindet sich der trostlose Burger, den du je gesehen hast. Nur eine Frikadelle des mysteriösen Fleisches und eine Schicht Scheiblettenkäse. Keine Soße, kein Salat, nichts. Du beginnst tödlich zu essen. Moment, wir haben vegetarisch bestellt. Obwohl, das ist doch anders. Skeptisch beißt du in den Burger. Schon setzt dein Burgerreflex ein und du legst den Burger zur Seite. Okay, beim anderen Burger haben wir 2 Bissen gemacht. Das ist schon ein bisschen anders. Okay, wir machen nach dem Mädchen Fragen. Wir geben Trinkgeld. Also gut, du ziehst aus deiner Brieftasche einen $20-Schein und wedelst damit herum. Was dein Trinkgeld angeht, du schiebst Chad das Foto wieder hin. Vielleicht kannst du doch noch etwas sowas drauflegen. Chad legt endlich ein wenig Motivation an den Tag. Allerdings ist sein Blick mehr auf den Geldschein als auf dem Foto gerichtet. Lass uns noch mal sehen. In dem Alter, vielleicht kennt man sie in den Arkaden. Da sind die Kinder meistens. Du lässt den Schein über den Tresen wandern. Das heißt, wir kriegen sogar die Info, wenn wir gar nichts machen. Das ist ja interessant. Okay. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal in den Friseurladen. Als du dich dem Friseurladen näherst, fragst du dich zunächst, ob der Laden dauerhaft geschlossen ist. Was du zuvor für eine Lichtreflexion gehalten hast, ist tatsächlich Schmutz. Gibt es in diesem Stadt keine Richtlinien für Hygiene? Unschlüssig stehst du vorm Schaufenster. Wir betreten es mal. Das Bimmel der Türglocke ist die einzige Begrüßung, die ich erwartet, als du durch die Tür trittst. Der Laden scheint tatsächlich verlassen. Eine dicke Staubschicht liegt auf den Stühlen und Trockenhauben. Ein Kalkmuster ziert die Waschbecken und den Parkettboden. Sieht nach einem Wasserschaden aus, den niemand behoben hat. Gerade als du beginnst dich zu fragen, warum dieser Laden überhaupt geöffnet war, hörst du es ein friedliches Schnarchen. Es scheint von jenseits der Ladentheke zu kommen. Über die Theke schauen? Bemüht dich nicht auf der verstaubten Theke abzustützen, lehnst du dich vor, um die Quelle des Schnarchens erkennen zu können. In einer vertretenen Position, die unmöglich gemütlich sein kann, liegt ein älterer Herr, vermutlich in seinen 60ern, am Boden. Den Kopf an ein Regal gelehnt. Ob er im Schlaf vom Stuhl gefallen ist? Ob er jetzt querschnittsgelähmt ist? Der Mann reißt die Augen auf. Schnell lehnst du dich zurück, als hätte er dich nicht schon vom Gaffen bemerkt. Eine Hand knallt auf den Tresen, deren Besitzer folgt zugleich. Mit der Beschämung eines Gentlemen, der während eines Gala-Spendierdinners eingeschlafen ist, rückt der Ladenbesitzer seine Brille und Haarsträhnen zurecht. Ungläubig starrt er dich an. Was wollen Sie? Behandeln Sie so alle Ihre Kunden? Kein Wunder, dass Ihr Laden so abgefragt ist. Dein Gegenüber wird schlagartig puderrot. Gut gemacht. Abgefragt. Die Tradition des Baldwin Hair Saloon reicht bis ins 19. Jahrhundert. Ich leite den Betrieb der besten Haarspezialisten der Küste. Er funkelt dich an. Was ist passiert? Das ist das Einzige, was dir dazu einfällt. Der alte Friseur starrt dich mit weit aufgerissenen Augen an. Er bricht ab und sieht sich seinen Laden um, als würde er dort eine Erklärung suchen. Als er seine Fassung wieder gewonnen hat, sieht er dir wieder in die Augen. Diesmal ist sein Blick klarer. Allen sollte es besser gehen. Allen! Es ist so ungerecht. Wovon reden Sie? Dem Friseur entfährt ein langer, tiefer Seufzer. Was habe ich geopfert? Was haben wir geopfert? Seine Augen starren in die Leere und weiterreden lassen.
Dein Gegenüber einfach weiterreden zu lassen, hast du dir aus Spionagefilmen abgeschaut. Vielleicht verrät der Friseur ja seinen Masterplan zur Weltherrschaft. Mit schwindelnder Kraft stützt der Mann sich auf die Theke und fährt mit seinem Monolog fort. Alle haben sie Profit gemacht, aber niemand schert sich um das Schicksal eines kleinen Friseursalons. Wenn den Leuten vor lauter Wohlstand... Ruckartig lehnt sich der alte Friseur über die Theke und kreischt ins Gesicht. Die Haare ausfallen. Schwer keuchend starrt sich der Alte an. Er ist hysterisch, gib mir eine Ohrfeige. Er lässt dir keine Wahl. Du verpasst dem hysterisch alten Mann eine schallernde Ohrfeige. Ungläubig macht er einen Schritt zurück und reibt seine gerötete Wange. Reiß dich verdammt nochmal zusammen. Mit jedem Wort zuckt der alte Mann zusammen. Er ist das Reh, du bist der nahende LKW. Ihn mit Ratschlägen weiter anschreien. Haben Sie im letzten Jahr mal in den Spiegel geschaut? Sie waschen sich jetzt und machen dann ihren verdammten Laden sauber. Demonstrativ streichst du mit dem Zeigefinger über die Ladentheke und hältst dem Friseur die Fingerkuppe vor die Nase. Seine Unterlippe bebt. Sehen Sie das? Nicht mal ein Wildschwein würde sich hier die Haare machen lassen. Wenn ich morgen wiederkomme, ist es hier blitzeblank, sonst setzt es was. Nicht, dass du vorhast, zurückzukommen. Du ignorierst den alten Sonderling und stapfst aus dem Salon. Zeit weiterzugeben. Okay, das war sehr, sehr dominant. Wir gucken mal, was noch passiert, wenn wir so ähnlich vorgehen und am Ende aber auf ihn versuchen, beschwichtigend einzureden. Okay, ich habe mal das andere probiert am Ende. Das ist einfach nur verschwinden. Das heißt, das Einzige, wo wir was anderes machen können, ist hier, wo uns schwer keuchend der alte Mann anstarrt. Wir versuchen, ihn zu beruhigen. Es tut mir leid, erwiderst du mit erhobenen Händen. Der Friseur starrt dich mit ratloser Miene an. Es tut ihnen leid? Es tut ihnen leid? Dann verfällt er in sich langsam steigerndes, keuchendes Lachen. Es tut ihnen leid. Er schlägt mit der Faust auf die Theke. Oh ja, leiden werden sie. Jock, so tot. Jock, was? Der Friseur kennt nun kein Halten mehr und kippt Lachen um. Er ist nun wieder genau da, wo du ihn gefunden hast. Bloß hysterisch lachend, statt schnarchend. Zeit zu gehen. Es war ein Fehler, herzukommen. Was ist aus dem Salon und rutscht dabei fast auf ein paar Dosen antikem Haarspray aus. Ein wenig irritiert von dem Verhalten des merkwürdigen Mannes stehst du wieder inmitten der Ladengasse. Zum Glück ist dir nicht gefolgt. Okay, wir müssen also eher eingreifen. Und ich würde sagen, an einfach der Stelle sagen wir Haarschnitt. Warum geht man zum Friseur? Fragst du vorsichtig. Er schnappt nach Luft und richtet sich von der Theke auf. Sie wollen, dass ich Ihnen die Haare schneide? Der Typ ist ein wenig zu begeistert, aber er scheint wieder Sinn in seinem Leben gefunden zu haben. Natürlich. Herrje, hättest du bloß nicht diesen Laden betreten. Der Friseur klatscht in die Hände und eilt zu dem Waschbecken, um sich für eine schnelle Haarwäsche vorzubereiten. Du nimmst deinen modischen Ermittlerhut ab und fährst mit der Hand über deine Glatze. Nachdem er ein Waschbecken von der dicksten Staubschicht befreit hat, blickt der alte Herr auf. Als er deinen kahlen Kopf erblickt, sacken seine Mundwinkel herab. Soll das ein Scherz sein? Er macht einen Schritt zurück und stößt mit dem Rücken an ein Regal mit Shampoo-Proben, von denen einige Schellen zu Boden fallen. Sein verwirrter Gesichtsausdruck verzerrt sich zu einem irren Grinsen. Der Friseur scheint seine Fassung wieder zu gewinnen. Ohne den Blick von dir zu nehmen, fischt er etwas aus seinem Sakko und marschiert grinsend auf dich zu und beschwichtigen. Sir, beruhigen Sie sich, es handelt sich hier um ein dummes Missverständnis. In einer schnellen, fließenden Bewegung drückt Mr. Baldwin eine Klinge gegen deinen Hals. Sie dachten wohl, sie spazieren einfach in meinen Laden, spielen sich auf, verspotten mich. Die Klinge drückt sich unangenehm fest in deinen Hals und komm einfach so davon, ich... Ein Schnitt, etwas brennt. Ich glaube nicht. Und damit haben wir dämonischer Barbier. Mr. Baldwin hat dich geköpft. Darf es oben etwas weniger sein? Sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir versuchen es nochmal und wollen einen anderen Haarschnitt von ihm. So, und ich würde sagen, wir haben einen Kurzhaarschnitt. Du nimmst auf dem Stuhl vor dem fast sauberen Waschbecken Platz. Mr. Baldwin legt ein Tuch über deine Schultern. Du lehnst dich zurück und stützt den Nacken auf der abgerundeten Porzellankante ab. Nachdem der Friseur ein wenig an der Höhenverstellung herumgekurbelt hat, wird die Halterung endlich angenehm, entspannend sogar. Du spürst einen warmen Wasserstrahl auf deiner Kopfhaut. Das fließende Wasser wird von einem leisen Summen untermalt.
Sie haben sehr gepflegtes Haar. Was darf es denn sein? Rasieren Sie mir eine Glatze. Dir ist spontan eine Veränderung. Rasieren Sie mir eine Glatze, antwortest du selbstbewusst. Nur das sanft rieselnde Wasser des Beckens ist zu hören. Du reckst den Kopf ein wenig. Der Friseur ist zu weit hinter dir, als dass du eine Reaktion ausmachen kannst. Selbstverständlich, antwortet er dir. Schließlich weit weniger begeistert als noch vor einem Augenblick. Du kannst nur vermuten, dass er auf einen anderen Wunsch gehofft hat. Doch immerhin scheint er professionell genug zu sein, dir deine Bitte nicht abzuschlagen. Nachdem deine Haare restlos sauber sind, rubbelt Mr. Baldwin sie dir mit einem Handtuch trocken und bittet dich, auf einen der Stühle vor den Spiegeln Platz zu nehmen. Der alte Friseur setzt sich auf einen Drehstuhl und legt einen altmodischen Stoffschutz über deine Kleidung. Nach der Behandlung mit Shampoo spürst du, wie eine Spülung in deine Kopfhaut einmassiert wird. Das fühlt sich gut an. Der alte Irre könnte ewig damit weitermachen, wenn es nach dir ginge. Ein guter Tag. Nachdem deine Haare restlos sauber sind, holt Mr. Baldwin sie dir mit einem Handtuch trocken und bittet dich, auf einen der Stühle vor den Spiegeln Platz zu nehmen. Der alte Friseur setzt sich auf einen Drehstuhl und legt einen altmodischen Stoffschutz über deine Schultern. Da war gerade was doppelt, okay. Er beginnt, deine Haare zu kämmen. Wenn ich Smalltalk probieren. Smalltalk. Vielleicht kann ein wenig unverbindlicher Smalltalk den Mann auflockern. Und was haben Sie sonst noch heute so gemacht, außer auf den Boden zu schlafen? Dein Kopf wird mit einer ruckartigen Bewegung nach vorne geworfen. Die konzentrierte Miene des Friseurs lässt nicht erkennen, ob Absicht im Spiel war. Konzentration bitte. Ein fester Druck neigt deinen Kopf in einen 45-Grad-Winkel. Vermutlich hat der Friseur andere Sorgen, als auf deine halbherzigen anstößigen Konversationsversuche einzugehen. Es ist soweit. Feierlich kämmt der Friseur ein letztes Mal über ein paar Haarsträhnen. Deinem glückseligen Grinsen hält er einen kleinen Spiegel an deinen Hinterkopf. Im großen Frontspiegel bestaunst du nun deine perfekte Glatze. Okay, ich vermute, dass bei jeder Frisur das ähnlich wird. Wir loben mal seine Arbeit. Du neigst deinen Kopf hin und her, um deine Schönheit im Spiegel zu bestaunen. Wunderbar, gekonnt, perfekt. Ach sie, unterbricht der Friseur. Wissen Sie, Herrn Innsmouth halten wir nicht viel von Fremden, aber Sie sind einer der feinsten Menschen, die mir je begegnet sind. Deine Hand drückt deine Schulter, dann entfernt er den Stoffschutz, damit du aufstehen kannst. Du wirfst einen weiteren Blick auf dein Äußeres, dann setzt du deinen Ermittlerhut wieder auf. Mr. Baldwin steht bereits hinter seiner Ladentheke und tippt geschwind in seine alte Registrierkasse. Die klingenden Töne der Tasten schwirren wie Musik durch das alte, angestaubte Geschäft. Du meinst, dir vorstellen zu können, wie das Leben hier einmal gewesen sein mag, als Geschäft noch florierte. Das macht $25. Mr. Baldwin reicht dir die Quittung mit einem höflichen Lächeln. Deine Augen beginnen leicht zu drehen, als du die losen Scheine in deiner Jackentasche zählst. Der alte Mann bedankt sich und sortiert dein Geld in die zweifellos leere Kasse ein. Zum Glück brauchst du kein Wechselgeld. Seine Hand streicht über die Ladentheke, dann stößt er nachdenklich den Staub auf den Fingern. Ich sollte wirklich mal wieder sauber machen. Den Staub wischt er an der Kante der Theke ab und lächelt dich zum Abschied entschuldigend an. Okay, dann würde ich sagen, wir machen den gleichen Haarschnitt, aber diesmal versuchen wir, uns aufzuregen. Einen Aufstand machen, um nicht zahlen zu müssen. Das nennen Sie einen Haarschnitt? Gibst du herrisch von dir und reißt den Stoffschutz ab. Du kannst gerade sehen, wie das Herz des alten Barbiers den Gnadenstoß versetzt bekommt. Das hätte ich selber ja besser hingekriegt. Sämtliches Leben entweicht dem Gesicht des alten Mannes und innerhalb von Sekunden seine Wangen gespenstisch blass. Schlaff lässt er sich in den Stuhl am Waschbecken fallen, in dem du zuvor noch gesessen hast. Sein zuvor hoffnungsvoller, optimistischer Blick ist auf den Boden gerichtet. Du nimmst das als Zeichen, dass du gehen kannst. Okay, wir haben ihn damit fertig gemacht. Gut, dann würde ich nochmal probieren, was passiert denn, wenn wir schweigen auf dem Friseurstuhl. Er beginnt, deine Haare zu kämmen. Schweigen. Mr. Baldwin kämmt deine Haare und macht sich an die Arbeit. Dank der Wäsche herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum und lullt dich ein. Du warst schon lange nicht mehr so entspannt. Ein Friseurgeschäft betreten, den irren Schlafenbesitzer wecken und dann sofort an die Reihe kommen. Wo gibt es das schon in der Großstadt? Es war eine gute Entscheidung, die Behandlung einfach nur zu genießen. So viel steht fest. Wie in den guten alten Zeiten, setzt der Friseur an. Meine Eltern erzählten oft von den Zeiten während der Gründerzeit. Mal lief der Laden gut, mal schleppend. Stille. Zögern. Plötzlich ein Goldrausch und dann, als alle anderen genau das haben, was sie wollten,
Da fallen den Leuten plötzlich die Haare aus. Es war ja so abgemacht. Mr. Boltwin verharrt kurz in Stille, dann setzt er seine Arbeit fort. Weiter schweigen. Du sagst weiterhin nichts in der Hoffnung, dass der Friseur von alleine weiter plaudert. Daraus kommt nichts mehr. Sämtliche Versuche deinerseits, ein Gespräch in Gang zu bringen, scheitern an seinen geringen Film- und Serienkenntnissen. Landei. Okay, dann probieren wir es nochmal und fragen nach. Was war abgemacht? Entfernt es dir nun endlich. Sofort bereust du es, dich in den Monolog des Friseurs eingemischt zu haben. Aber jetzt dicht macht? Nach mehreren Sekunden des Schweigens antwortet er: Wohlstand für alle. Ein besseres Leben für alle. Noch immer ergibt nichts davon für dich Sinn. Wovon reden sie? Wer hat eine Abmachung getroffen? Unsere Vorväter, presst der Alte hervor. Wir leben jetzt damit. Im Guten, im Schlechten. Im Spiegel siehst du, wie der Friseur eine ausschweifende Geste macht, mit der er seinen Laden präsentiert. Und meine Familie hat eher einen schlechten Deal gemacht, wie sie sehen. Nach dieser Erklärung arbeitet Mr. Baldwin konzentriert daran, deine Frisur in Ordnung zu bringen. Du versuchst gar nicht erst, noch mehr aus ihm herauszukriegen. Zwei Dinge sind dir nun endgültig klar geworden. Dieser verdammten Stadt stimmt etwas nicht. Und dein Haar sieht hinreißend aus. Okay, jetzt probieren wir mal was ich testen möchte. Und zwar eine Frisur, die nicht geht. Wir haben Kurzhaarschnitt und wollen eine Dauerwelle haben. So, wir haben jetzt Kurzhaarschnitt und fragen nach einer Dauerwelle. Gelegenheit muss man im Schopfe packen. Du wolltest schon immer mehr aus deinem Typ machen. Eine Dauerwelle bitte. Oh, ausgezeichnet, kommt die entzückende Antwort von irgendwo jenseits deines Sichtfeldes. Okay, dann versuchen wir das verschwundene Mädchen zu erwähnen, weil das hat ja scheinbar nichts geändert dran. Ich suche nach einem verschwundenen Mädchen, Tabitha Marsh. Du fragst dich, wie oft du diesen Satz am heutigen Tag noch von dir geben wirst. Dein Gegenüber lehnt sich mit zusammengekniffenen Augen an deiner Schulter vorbei und steht das Foto. Ich kenne das Mädchen. Dauerwelle, hellblond, tendiert zu mittelleichtem Spliss. Dein Magen verkrampft sich, dein Sichtfeld ist blockiert von den Geldscheinen, die in einer Vorstellung von der Decke rieseln. Dieser Mann kennt das Mädchen. Du hast es so gut wie geschafft. Was wissen Sie noch über Tabitha? Hakst du nach. Nun, das ist alles. Wie haben wir denn also einen Kurzhaarschnitt in der Dauerwelle machen können? Okay, wir probieren mal nur die Spitzen. Okay, kurze Erklärung. Ich habe mal eine andere Frisurenkombination probiert. Da ist nichts anderes rausgekommen. Und ich habe mal probiert, was passiert, wenn wir ihn direkt ansprechen, wenn wir reinkommen. Da passiert auch nichts anderes. Das heißt also, wir müssten diesen Frisursalon beendet haben, wie auch den Joey's Burger, und haben ein neues Ende freigeschaltet. Okay.